Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit mir, Patrick Shepard, beziehungsweise ihr kennt mich unter dem Namen Bartian LP. Was müssen wir denn machen? Wir fahren jetzt wieder natürlich zurück ans Quartier, also zur Brücke, und schau mal, was wir eigentlich machen müssen. Tagebuch. Okay, das ist gerade dabei. Den Rat. Dossier. Okay. Die Gefangene. Machen wir die da. Nach Corlus fliegen. Aber wo ist der nochmal? Im Emir-System. Da fliegen wir hin. Commander, Sie haben eine Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ich glaube von Admiral Anderson. Ja, danke. Da wollen wir nicht hin. Fatah. Wo kann ich denn hin? Omega. Treibstoff brauchen wir leider. Was ist denn da? Ah ja. Omega-Nebel. Batalla, das brauche ich alles nicht. Okay, da wieder zurück. Was ist da bei Fatah? Toll, ich weiß ja nicht, in was für ein System das ist. Ja, toll, und das sieht man da Wir auch. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Unerforscht. Unerforscht. Vielleicht muss ich ins Massenportal. Aha. Na, da geht doch. Und tschiu! Und davon ziehen wir. Da ist Corlus. Yes. Landen. Söldnertrupps der Blue Suns bestehen aus meist Menschen, Batterianern und Turianern, verfügen über Vielzahl an schweren Waffen, Max und Panzerung. Wir nehmen Garrus mit und Jacob, die Männer-Elite-Truppe. Da nehmen wir den da mit. Ach so, geht nicht. Dann nehmen wir da das da. Da wieder das. Fertig. Sieht ziemlich schrottreif aus hier. Keine Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Befehle über Lautsprecher aus der Konserve? Wer macht denn sowas? Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kroganer Warlord. So einen Warlord suchen wir also. Das habe ich auch noch gemacht. Ich habe doch mehr gemacht. Ich habe noch den und den anderen rekrutiert. In der Armee, aha. Ein Beobachter da schon wieder ab. Kampfbereit, so wie es aussieht. Und da geht's gleich wieder ab.
müsste sie ausbremsen. Ah, viel halten die jetzt nicht mehr aus gegen meine neue Waffe. Besonders dadurch, dass sie jetzt 10% mehr abzieht. Achso, ein verwundeter Söldner. Was tust denn du da? Komm, red mit mir. Scheiße, scheiße, es hört nicht auf zu bluten. Ich werde... Mistkerl! So schlimm hat's ihn gar nicht erwischt. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedo hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Wären Sie sie los? Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jedor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. War es nötig, ihm derart Angst zu machen? Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. So, von da sind wir gekommen. Da geht's weiter. Wow. Freunde, Vorsicht! Da geht's gleich wieder ab. Ja! Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Und unten bleiben. Achso, das ist Garrus. Dachte schon, jetzt sammelt die auch schon gegen uns aufgehetzt. Warum müssen die immer von oben kommen? Warum können wir nicht mal... Okay, wir waren schon mal oben und haben von der Brücke runtergeheizt oder auf die Brücke. So. Ah, den wollte ich haben. Und an der Schulter getötet, wenn es auch nicht wirklich möglich ist. Wahrscheinlich wieder von oben. Ja. Von da auf. Jetzt geht's gerade extrem ab. Also der hat... Jetzt kommt die Sniper zum Einsatz. Das wird ein harter Treffer. Die Sniper soll endlich mal mehr Platz haben. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Alter, Garrus. Das müsste sie ausbremsen. Bleib stehen. So. Für das bekomme ich eigentlich kaum Muni. Also für jeden Scheiß bekomme ich Muni, nur für die Pistole eigentlich gar nicht. Ist er das? Ja. Die Pistole geht eh ab, also von der Nähe ist sie die beste. Jetzt will ich nur Munition sparen mit dem Maschinengewehr. Das brauche ich wirklich nicht. Jo, und jetzt kann ich mit ihm reden, vorher noch Muni einsammeln, bevor noch was passiert. Sonst gibt's da eh nichts. Nein. Jo! Sind anders, neu. Sie riechen nicht wie diese Welt.
7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. 7 Nachtzyklen? Tage? Er muss etwas über die Sache wissen, wenn er so lange überlebt hat. Überleben? Ja. Ich muss überleben. Aber nicht hier. Nicht gegen die Fleischwesen. Ich muss den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich die Glasmutter verlassen habe. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okia sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Okay, bricht der das jetzt alleine auf? Okay, ja. Ich bin froh, dass er im Moment auf unserer Seite ist. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Kommen Sie mit uns. Können Sie uns den Weg zeigen? Uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein. Ein Kroganer, der einen Kampf ablehnt? Ich kämpfe, wenn Sie kommen. Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss. Ich töte, aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Weiter geht's. Man kann sich hier kaum bewegen. Wachsam bleiben. 2000 Credits, ja, das nimmt man gerne an. Sie sind frei! Rennt um euer verdammtes Leben! Sie sind alle frei! Oh Gott. Keine Schilde! Wo sind sie jetzt? Und wo da? Abziehen! Jetzt kommen die Kroganer gegen uns. Heißt das, dass ich die Pump nehmen soll? Eventuell? Ha. Bereit zum Sterben. Er kommt zu uns! Kroganer nähert sich! Zeit zu sterben! Angreifer kommt! Und nachladen, komm! Kroganer auf dem Weg hierher! Und ein Schuss noch. Der dürfte auch erledigt sein. Da kamen aber noch zwei. Angreifer kommt! Ich hab sie! Jetzt hatte ich Glück, der kam jetzt angerannt. Oh Gott, da kommen noch welche. So stark sind die aber nicht. Selbst gegen die Sniper empfindlich. Der kommt jetzt von da. Die haben wirklich nur schwere Waffen immer. Wie viele sind da gezüchtet worden? Das frage ich mich. Und unten bleiben. Ich hoffe, man findet in Zukunft mehr Munition, weil so langsam. Und den macht ihr. Da kommen wieder zwei. Oh, scheiße. Schüttel dich. Okay, mit der Waffe muss ich ihn natürlich näher kommen lassen. Wenn er sich traut. Oh, das ist ein anderer. Der traut sich. So, das war's jetzt endlich.
schön Munition aufsammeln, die da überall herumliegt. Kroganer haben das Raster außer Gefecht gesetzt. Wir sehen nichts mehr und werden von allen Seiten beschossen. Wo bleiben die schweren Waffen? Ja, schauen wir mal, ob wir überhaupt so eine schwere Waffe haben wir nicht. Nein. Nur ein Schuss. Leider. Wäre ziemlich praktisch, wenn wir vielleicht ein paar Raketenwerfereinheiten hätten, also Platin. Und jetzt geht's rauf. Ich weiß nicht genau wohin, aber es geht rauf. Und wieder hacken. Krähenfüße. C. Spritze. Das passt ja alles herrlich zusammen. Das sollte ein Schaltplan sein, glaube ich, komme ich drauf. Kroganer auf 6 Uhr! Antworten Sie, verdammt! Wo sind Chador und Ihre Leibwächter? Okay. Was das wohl ist? Präzisionsgewehrschaden. Optimal. Liegt sonst noch was herum? Ich sehe nichts. Jetzt da rein. Feinde gesichtet. Befehle ich. Was am Boden. Und jetzt da dahinter verstecken. Das muss wehtun. Scheiße. Oh Gott. Wir haben die Kinetische. Oh fuck. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Natürlich verstecke ich mich dann wieder hinter der zerbrechlichen Kiste, ich Genie. Perfekt! Kommt sie von da auch? Gute Reise! Anscheinend. Sind das eigentlich nur also Helme, die tragen, oder? Ja, Sniper her. Huch. Oh, der hat ein Schild. Was geht mit dem ab? Jetzt ist er tot. Erste Hilfe! Wop. Und unten bleiben. Protokoll 10. Da werde ich sicher noch Muni bekommen von den allen davon. Tja, Pech gehabt, sage ich da nur. Lila, blau und ganz viel orange und blau. Scheiße, wo ist denn das? Das kommt nicht, da ist es. Nein, das. Und das, boah, jetzt hatte ich Glück wieder. Habe ich nicht gleich gefunden. 4000 Credits. Das höre ich gern. Sehe ich gern. Spüre ich gerne im Geldbeutel. Und einen Stock höher wieder. Ja, ich wusste doch, dass da gleich... Oh Gott! Ich hab sie! Das war's für dich! So, aber jetzt...